Hallo und willkommen zu meiner Pause und zum neuen Vlog. Im Endeffekt will ich die Haare heute offen lassen. Aber die fliegen! Unfassbar. Was ich sagen wollte, ich finde es immer wieder erstaunlich, wo nach und nach die Leute hertröpfeln, die sagen, dass sie nicht gerne telefonieren. Handy. Ich dachte immer, ich bin die Einzige, die telefonieren nicht leiden kann. Und immer wieder kommen von irgendwelchen Ecken und sagen, ich habe telefoniert, freiwillig. Oder ich habe es geschafft zu telefonieren oder sonst irgendwas. Und man hat mir früher immer suggeriert, wenn ich nicht telefoniere, bin ich irgendwie... Ja? Es ist ja auch immer noch so, teilweise. Aber es sind so viele, die telefonieren nicht leiden können oder Bammel davor haben oder sonst irgendwas. Und es gibt mir wieder ein gutes Gefühl, dass ich eben nicht alleine bin mit diesem Quark. Ich meine, klar, ich telefoniere auch täglich mit meiner Mutter, wöchentlich für Schreibmeetings inzwischen. Aber es gibt halt immer noch Situationen oder sonst irgendwas, wo ich eben nicht gern telefoniere und es vermeide zu telefonieren. Und möglichst alles per E-Mail machen. Oder Brief oder weiß der Kuckuck. Aber eher per E-Mail. Ja. Aber es wird halt einem immer so geregelt, wenn man nicht telefoniert, dann ist man irgendwie nicht ganz dicht im Kopf. Man muss doch telefonieren, kann man sich alles abtrainieren? Nein, kann man sich nicht abtrainieren. Ich meine, man kann immer seinen Schatten springen, aber man ist dann auch fix und fertig, wenn es dann so ist. Also ich jedenfalls. Es gibt Situationen, wo es funktioniert, wo man danach nicht fix und fertig ist, wo es dann auch gut ist danach, aber ja. Von daher, ich finde es trotzdem erstaunlich, eben auch schon wieder, das ist irre. Ja, dein Telefon ist mir. Er arbeitet da drüben. Er hat gerade keine Pause. Er hat auch schon um 11 Pause, ne? Das sind die wenigsten. Ja, ja. Okay, wow, Krabbel. Ich werde jetzt den Vlog schneiden und hochladen. Und die Festplatte ist wieder einigermaßen frei. Jetzt habe ich heute Morgen noch vor der Arbeit alle Dateien rüber kopiert. Dann musste ich natürlich noch im Final Cut Pro alles löschen, was das löschen ist, weil es geht immer noch nicht. Das ist immer das Bescheuerte daran, dass es halt immer irgendwo noch gespeichert ist, wo man es nicht sieht. Ja, jetzt habe ich ja Platz, jetzt kann ich wieder weiter schnibbeln. Und dann werde ich nach Feierabend dann die Outtakes schneiden. Und ich habe ja gesagt, ich würde sie morgen hochladen. Aber morgen kommen ja schon dann mehrere Videos online. Weil es wird morgen definitiv, also ich hoffe, dass es morgen ein VIP-Video geben wird, aber eigentlich schon. Und noch ein drittes Video hochladen für die Outtakes ist ein bisschen viel auf einmal. Von daher werde ich es wahrscheinlich trotzdem hochladen, aber dann für Freitag. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwas verspreche, was ich wieder nicht halten kann. Wir werden das feststellen. Genau. Ich probiere es. Ich versuche mein Bestes. Genau. So, erstmal dazu. Ja, verdammt. So ist dem. Okay. Also, VIP hätten wir geklärt. Das waren die beiden Sachen, die ich überlegt hatte. Habe ich was bei Patreon? Den Rest habe ich einfach radikal auf nächste Woche verlegt, weil ich bin diese Woche irgendwie so überhaupt nicht auf der Spur der Zeit. Ja, Runde gemacht. Schreibmeeting, wie ihr gerade ein Stückchen gesehen habt. Auch erledigt. Dann kurz bevor ich losgegangen bin, kam noch der Postbote, beziehungsweise zwei Postboten. Der dritte fehlt noch. Zum einen Sticky Notes bekommen. Was damit auf sich hat, werdet ihr bald erfahren. Das hat was mit Schreiben zu tun. Ich habe auch nur ganz dezent wenig davon. So, einfach weg. Ups, schon wieder dagegen gedeppert. Und es kam auch noch City of Heroes. Der erste Sammelband. Die ersten vier Episoden sind natürlich drin. Ich dachte, es wären nur die ersten beiden, aber nein, es sind die ersten vier Episoden. Kein Subbuch, weil ich habe es ja im Prinzip schon gelesen, das Testlesen. Ich werde es trotzdem nochmal lesen, um zu gucken, ne? Wie es so ist. Ob sich was verändert hat, ob ich was merke, dass sich was verändert hat. Jetzt habe ich erstmal eine Schüssel Cornflakes. Ehe es dann nachher zum Stream hier geht. Häkeln und so. Dann gucke ich jetzt noch ein Video, ein bisschen entspannen. Gerade ein bisschen komisch. Bestimmt kreislaufmäßig. Ja. Deswegen eine Runde entspannen. Und dann schauen wir mal, was der Tag was bringen mag. Ne? Mittwoch ist ein bisschen stressiger. Okay. Livestream ist gestartet. In 10 Minuten geht es richtig los. Ich habe ja immer 10 Minuten Vorlaufzeit, damit sich alle einfinden können. Und ich bin schon ausgestattet mit dem Rest der anderen Anleitung. Und
in schön großer Lesung lesen kann, den restlichen Anleitungen, die ich bekommen habe, letzte Woche nicht da war. Das ist ja. Ich habe gesehen, dass ich was falsch gemacht habe, aber das ist auch nicht so schlimm. Das passt alles schon, hoffe ich. Genau. Ich bin also bereit und mal gucken, wie es wird. Oh, ich habe die ganze Zeit die Videos geguckt. Einfach mal ein bisschen entspannt, so ein bisschen. Und nachher noch ein bisschen Action hier, hoffe ich. Weil ich hier wieder total müde bin. Ich weiß nicht, wieso das im Moment ist. Wahrscheinlich wirklich wegen dem Wetter. Weil das so hin und her mein Kraft und sagt so. Lass mich Ruhe, lass mich Ruhe. Ja. Ist so. Okay. Und wir müssen heute auslosen oder abstimmen, was ist das nächste Segel? Ha! Muss ich noch gucken, dass ich nachher die Abstimmung mache. Genau. Da sind ja noch einige Sachen offen. Von daher schauen wir mal. Ich bin gespannt, was nächste Woche dran ist. Wenn ich den heute fertig mache. Ich mache sicher, es habe trotzdem auf jeden Fall die Abstimmung heute. Weil spätestens nächste Woche habe ich es ja fertig. Gehe ich mal von aus. Ich hoffe, dass ich es heute noch fertig kriege, weil es sind ja nur noch ein bisschen Popo, ein bisschen Beine, ein bisschen Arme und die Ohren und das Gesicht. Und dann ist es fertig. Dann war es das. Mit dem Hals. Ist jetzt wie eine komische Strähne heute. Also die ist irgendwie sehr vormüpfig, wollte ich gerade sagen. Seid ihr ganz Regen? Wurde überhaupt UPS? Frage ich mich gerade. Wo bleibt UPS? Sollte doch heute zugestellt werden. Sag mal, was ist da los? Und zwar bis 14:30. Ich muss umgehen, das war Turbo. Da ist es. Ich mach das auf, guck mal das an. Noch 5 Minuten. Wo bin ich denn hier? Da. Und ihr seht das dann nächste Woche im Schreibtagebuch. Beziehungsweise die VIPs sehen es wahrscheinlich morgen schon. Wenn alles gut geht. Und ich will jetzt hier. So, Streamy ist zu Ende. Häkelprojekt noch nicht fertig, aber das nächste Häkelprojekt schon mal abgestimmt, sozusagen. Ich muss mal kurz hier ausmachen. Seht ihr mich ja gar nicht. Oh, jetzt seht ihr mich noch weniger. Ja. Ich habe jetzt hier was zu essen. Nichts Tolles, aber Großnummer habe ich jetzt nicht mehr. Aber es reicht. Und mein Kakaochen, den täglichen. Und werde ich jetzt lesen. Kindle. Das E-Book-Kapitel noch zu Ende lesen. Noch 4 Minuten, sagt mir. Und dann Jake und Kingsburg Castle. Das ist nämlich auch schon wieder 8 Uhr. Oh. Und irgendwie ist Haushaltsgedöns an einem Mittwoch. Passt einfach nicht. Muss ich erst mal überlegen. Das klappt nicht. Aber das macht nichts. Dann mache ich das eben zusammen mit dem hinteren Flur. Am gleichen Tag. Alles andere macht einfach keinen Sinn. Mittwochs passt einfach sowas nicht rein. Da schaffe ich keine, meine Müll runterzubringen. Mehr auch nicht. Von daher 3 Wochen in Folge nicht geschafft, Schreibtisch fertig zu machen. Von daher keine Chance. Keine Chance. Aber wenn man es weiß, ist ja okay. Dann kann man es anders umswitchen. Und dann ist gut. Und im Flur, im Hinteren ist sowieso so gut wie nie was. Das sind halt nur so Kleinigkeiten. Und dann kann man das anders damit machen. Von daher wird das funktionieren. Punkt, Schluss, aus. So, der Blog wird wahrscheinlich diesmal ein bisschen kürzer werden. Wie gesagt, Mittwochs ist halt, ne, Stresstag. Ich muss gehen. Da ist halt nicht viel Zeit, um irgendwas zu machen. Nach dem Arbeiten eine Runde laufen, Schreibmeeting, Stream. Und ich hätte dazwischen jetzt eine Stunde Luft, wo ich mich einfach mal hin, oder eineinhalb ungefähr, wo ich mich einfach mal hingesetzt habe, ein paar Videos geguckt habe und einfach mal so ein bisschen entspannt habe. Passt ganz gut. Von daher, ja. Genau. Jetzt also futtern und schlürfen und lesen und gute Nacht, bis morgen.